So, hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit der chemischen Verfahrenstechnik und wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade ein, was das Thema chemisches Gleichgewicht angeht. Und heute möchte ich noch das Ganze übertragen, was man denn macht, wenn man nicht ein ideales Gas hat, in der die Reaktion stattfindet, sondern wenn was anderes vorliegt. Und dann gucken wir uns nochmal ein etwas komplexeres Beispiel an, den Steam Reformer. Und da zeige ich Ihnen dann einmal, wie Sie dann solche Sachen versuchen können, selbst zu berechnen. Und eine kleine Hausaufgabe gibt es dann auch noch. Aber das Ganze wird wahrscheinlich aufgeteilt auf drei Videos, damit das Ganze nicht allzu lang ist. So, fangen wir erstmal an. Wie weit sind wir denn jetzt? Also, Sie sollten bisher wissen, dass wir das chemische Gleichgewicht haben wir uns bisher nur in der Gasphase angeguckt. Und naja, das sollte Ihnen mittlerweile vertraut sein. Das, was wir halt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, chemisches Gleichgewicht bedeutet ja, Sie können die Gleichgewichtskonstante berechnen. K ist gleich E hoch minus Delta RG durch R mal T. Und dann K ist einfach die Gleichgewichtskonstante. Das ist einfach das Produkt aller Partialdrücke bezogen auf den Bezugsdruck hoch den stöchiometrischen Koeffizienten über alle i. Das sind halt die Sachen, die Sie bisher halt wissen sollten. Wenn Sie chemisches Gleichgewicht hören, dann sollte Ihnen das irgendwie vertraut vorkommen. Gut, dann haben wir halt noch gesagt, es sind perfekte Gase, also Wärmekapazität soll konstant sein, damit der Rechenaufwand nicht zu groß ist. Und naja, jetzt gibt es natürlich nicht nur Reaktionen, die mit perfekten Gasen ablaufen, sondern die Welt ist ja viel komplizierter da draußen. Das heißt, man muss das Ganze dann noch erweitern. Was müssen wir machen? Also, wenn wir reale Gase haben, dann müssen wir die Fugazität statt des Partialdrucks verwenden. Und wenn wir eine Flüssigkeit haben, dann müssen wir halt auf die Aktivität zurückgreifen. So, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Das sollte aber hoffentlich aus der thermischen Verfahrenstechnik bekannt sein, die Begriffe Fugazität, Aktivität. Und ich will Ihnen einmal nur zeigen, wie man das Ganze denn hier entsprechend erweitern würde. Also, Fugazität, das heißt, wenn wir ein Gas haben, was zu sehr vom idealen Gasverhalten abweicht, dann verwenden Sie die Fugazität. Das heißt, Fugazität ist definiert als der Partialdruck mal der Fugazitätskoeffizient. Und damit schreiben Sie dann einfach, Sie tragen dann einfach die Fugazitäten in die Gleichgewichtskonstante oder für die Gleichgewichtskonstante ein. Also Massenwirkungsgesetz schreiben Sie jetzt hier statt der Partialdrücke, schreiben Sie hier einfach die Fugazität hin der Komponenten. Ansonsten funktioniert das alles wie gehabt. Sie schreiben die Exponenten, die Sie einfach aus der Reaktionsgleichung rauskriegen, aus der Stöchiometrie, schreiben Sie einfach wieder hin und dann haben Sie anstatt hier ein PNH3, haben Sie jetzt die Fugazität von NH3 stehen. P0, immer dran denken, ist der Bezugsdruck aus der Tabelle, auf den Ihre Stoffwerte bezogen sind. 1 bar ist also nicht besonders kompliziert. Gut, und dann können wir natürlich noch das, was wir hier oben haben, können wir jetzt halt einfach nochmal hier einsetzen. Das heißt, das, was wir jetzt machen können, ist wieder das übliche Vorgehen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir würden jetzt für die Fugazität, würden wir jetzt Fugazitätskoeffizient mal Partialdruck einsetzen. Und für Partialdruck wissen Sie ja, okay, Partialdruck ist dasselbe wie Molanteil mal Systemdruck. Dann können Sie wieder den Systemdruck, können Sie rausxen. Können den auf die andere Seite schreiben. Dann haben Sie hier die Molanteile. Das ist das, was wir quasi schon kennen. Und das Ganze wird jetzt korrigiert über die Fugazitätskoeffizienten Phi, die wir hier hinten haben. Und naja, die haben dann halt dieselben Exponenten wie auch die Molanteile. Gut. Also das ist so ein bisschen Ausblick. Wenn Sie irgendwann mal das Ganze deutlich komplizierter berechnen wollen, dann müssen Sie halt den Ausdruck, den wir bisher schon kennen. Also bisher haben wir uns den Teil hier vorne angeguckt. Den müssen Sie dann hier hinten noch um die Fugazitätskoeffizienten ergänzen. Wenn Sie irgendwann in Richtung Simulation gehen, dann ist das Gute, da wird das halt für Sie direkt mitgemacht. In diesen ganzen Simulationsprogrammen sind halt die Stoffwertemodelle hinterlegt, wo dann halt Fugazitäten mit berechnet werden können und das Programm macht das dann für Sie. Und deswegen wollen wir das hier nicht
überbeanspruchen. Also es wird halt sehr, sehr aufwendig, die Fugazitätskoeffizienten dann wirklich zu berechnen. Das ist besser, wenn man das einer Software überlässt. Gut, und dann ist natürlich die Frage, ja, ups, was ist natürlich die Frage, was passiert? Also diese Gleichung hier ist eigentlich immer gültig. Und was passiert, wenn sich Ihr Gas wie ein ideales Gas verhält? Na, dann werden einfach alle Fugazitätskoeffizienten hier werden einfach 1. Dann haben Sie hier hinten einfach nur 1 durcheinander geteilt hoch irgendwelchen Exponenten. Aber der Term hier hinten bleibt dann insgesamt 1. Und dann kommt wieder das raus, was wir für das ideale Gas schon rausgefunden haben. Also im Grunde genommen, das hier ist immer gültig. Sie setzen dann einfach nur für ein ideales Gas, setzen Sie hier lauter Einsen ein und dann vereinfacht sich das Ganze entsprechend. Das wäre die Erweiterung für Realgase. Jetzt müssen wir uns natürlich auch nochmal die Flüssigphase angucken. Also chemische Reaktionen in der Flüssigphase sind ja auch sehr häufig anzutreffen. Und ja, wenn Sie das machen, dann müssen Sie jetzt die Aktivität verwenden. Die Aktivität einer Komponente I ist einfach der Aktivitätskoeffizient mal der Molanteil der entsprechenden Komponente. Das haben Sie, also das Vorgehen ist wieder dasselbe. Sie haben halt hier irgendwie den Anteil, den Sie einfach so messen können und dann korrigieren Sie das Verhalten des Stoffes über den Aktivitätskoeffizienten und kriegen darüber eine neue Größe raus, die eigentlich für chemische Gleichgewicht relevant ist. Ja, und damit würden Sie jetzt auch das chemische Gleichgewicht schreiben. Also gucken wir uns einfach mal diese Beispielreaktion an. 1,5A1 plus 0,5A2 wird zu 2A3 und einmal A4. Das heißt, Sie würden jetzt einfach wieder Ihr K hinschreiben. K ist gleich die Produkte oberhalb des Bruchstrichs, die Edukte unterhalb des Bruchstrichs. Und jetzt schreiben Sie anstatt irgendwie Pi durch P0 schreiben Sie einfach die Aktivität da entsprechend hin. Also, wieder mal geguckt. Produkt ist A3, also schreiben Sie klein A3, stöchiometrischer Koeffizient wird Exponent. A4 wird zu klein A4 hoch 1. Die Aktivität der Komponente 1 landet unterm Bruchstrich hoch 1,5 und für die Komponente 2 A2 hoch 0,5. Und dann können Sie wieder den gleichen Trick machen. Sie schreiben hier einfach, Sie teilen das Ganze wieder auf in den Aktivitätskoeffizienten und den Molanteil. Na, das heißt, so ähnlich wie wir das gemacht haben, hätten Sie dann einmal einen Term mit den Aktivitätskoeffizienten, ja, und einen Teil mit den Molanteilen. Und dann würden Sie halt einfach den Aktivitätskoeffizient gleich einsetzen für ideale Flüssigkeiten. Und dann wird AI wird, ja, entspricht dann XI und dann vereinfacht sich Ihre Gleichgewichtskonstante zu diesem Ausdruck hier. Das heißt, Sie haben jetzt einfach nur die Molanteile, die hier in Ihr Gleichgewicht mit reingehen. Gut, und die Bestimmung der Gleichgewichtskonstante für die Gibbs-Energie, die erfolgt ganz genauso wie bisher für die Gasphase. Also K ist einfach E, kann ich nochmal hinterschreiben. Na. Also Ihr K ist halt einfach wieder E hoch. E hoch minus Delta RG durch R mal T. Also für die Berechnung der Gleichgewichtskonstante ist das Vorgehen immer dasselbe. Delta RG bestimmen, dann K ist gleich E hoch minus Delta RG durch R mal T. Und dann können Sie die Zusammensetzung in der Flüssigphase können Sie einfach über die Molanteile bestimmen. Gut, nochmal so als Hinweis, was kann man daraus ableiten? Naja, für ideale Flüssigkeiten ist der Druck keine Einflussgröße, denn naja, das haben Sie ja schon mal irgendwo gelernt. Flüssigkeiten sind in die idealerweise inkompressibel. Das heißt, für Ihr System ist es egal, was Sie da mit dem Druck machen. Das kriegen Sie über den Druck nicht beeinflusst, sondern eigentlich nur über die Wahl der Temperatur. So, also jetzt wissen wir, wie Sie Reaktionen mit idealen Gasen beschreiben. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Wenn Sie reale Gase haben, müssen Sie die Fugazitäten mit hinzunehmen. Für Flüssigkeiten müssen Sie mit Aktivitäten rechnen. Häufig können Sie die Aktivität einfach durch den Molanteil ausdrücken. Das heißt, das wissen wir jetzt alles. Und jetzt gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, nämlich sogenannte heterogene Reaktionen. Heterogen bezieht sich hier auf die unterschiedlichen Phasen.
Also, wenn Sie sich angucken, Verbrennung von Kohle, das haben Sie alle schon mal zu Hause am Grill gemacht. Reduktion von Eisenerz oder Reduktion von Aluminiumoxid. Da findet halt irgendwie noch was in unterschiedlichen Phasen statt. Und naja, was ist jetzt das Schöne? Wir können halt dabei sagen, für reine Feststoffe gilt, dass sie eine Aktivität von 1 besitzen. Das können Sie auch noch erweitern auf so fein vermischte Pulver, die sind auf molekularer Ebene, stellen die halt auch Reinstoffe dar. Und für reine Flüssigkeiten, also reine Flüssigkeiten, wenn Sie zum Beispiel nur Wasser haben und der Rest findet in der Gasphase statt oder so, dann können Sie für die reine Flüssigkeit ebenfalls die Aktivität von 1 einsetzen. Und das heißt, dass Reinstoffe, die nicht in der Gasphase vorliegen, fallen über die Aktivität von 1 aus den Gleichgewichtskonstanten heraus. Das gucken wir uns am besten mal anhand eines Beispieles an. Und relativ bekanntes ist das sogenannte Baudoin-Gleichgewicht. Ein bisschen schwer sich zu merken, wie man das schreiben muss. Ich hoffe, das ist richtig hier mit zweimal OU. Also das Baudoin-Gleichgewicht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Baudoin-Gleichgewicht, das stellt sich dann ein, wenn Sie Kohlendioxid zusammen mit Kohlenstoff irgendwie in ein Gefäß geben. Und naja, wenn Sie dann die Temperatur weiter erhöhen, dann würde hier halt, würde sich Kohlenmonoxid auch in der Gasphase, würde sich halt bilden. Und wenn Sie das Ganze jetzt formal aufschreiben würden, ich mache das hier unten nochmal, wenn Sie das Ganze jetzt so richtig formal hinschreiben würden, dann würde da halt rauskommen, K ist gleich. Sie gucken wieder, was ist das Produkt, das muss oben stehen. Wir gehen wieder davon aus, dass es das ein reales Gas ist. Dann haben Sie hier PCO durch P0 ins Quadrat geteilt durch Edukte PCO2 durch P0 mal. Und dann würden Sie hier die Aktivität des Kohlenstoffs hinschreiben. Naja, und die Aktivität des Kohlenstoffs, weil wir ja nur einen Stoff in der festen Phase haben, ist die Aktivität des Kohlenstoffs halt 1. Und somit taucht die hier nicht mehr explizit in unserer Berechnung für das chemische Gleichgewicht auf. Also Aktivität ist gleich 1 für unseren Kohlenstoff und deswegen können Sie das Ganze dann hier so schreiben. Gut, ja, und dann einfach nur wieder den Partialdruck, geschrieben als Systemdruck mal den Molanteil. Das sollten Sie halt auch schon kennen. Sie können sich wahrscheinlich. Ups, na Mist. Dann muss ich das jetzt hier einmal wieder weglöschen. Sie haben das jetzt ja im Video. Gut, noch einmal kurz überlegt, was müssen wir denn machen, wenn wir. Ups. Was müssen wir machen? Was ist denn hier los? Also, was müssen wir machen, wenn wir möglichst viel Kohlenmonoxid haben wollen? Wir haben eine Reaktion mit Stoffmengen oder mit einer Zunahme der Molanzahl. Das heißt, wir müssen, so rein aus der Überlegung her, Prinzip von Le Chatelier, müssen wir den Druck absenken. Auch das sehen wir hier nochmal. Also die Gleichgewichtskonstante wird über den Kehrwert vom Druckverhältnis, wird das Ganze beeinflusst. Wenn wir also P-System klein machen, dann wird das Produkt von beiden Sachen hier wird groß und wir würden dann viel CO rauskriegen. So, und das andere wissen wir so auf die Schnelle noch nicht. Da müssen wir eine Folie weiter zu blenden. So. Also die Fragestellung, die Sie jetzt oder die wir zusammen beantworten wollen, ist halt, bei welcher Temperatur liegt ein Molanteil von CO von 80% vor, der Systemdruck betrage 1 Bar. Also mit dem Druck spielen wir jetzt nicht rum. Und ja, was ist die einfachste Möglichkeit, um das Ganze rauszukriegen? Ist, ja, Sie bestimmen sich einfach aus der Tabelle, bestimmen Sie sich Ihre Werte für Delta RG0. Delta RH0. Das haben wir schon oft genug geübt, hoffe ich.
Das heißt, wenn Sie das machen, stellen Sie fest, dass Delta RG0 120,02 Kilojoule pro Mol sind und Delta RH0 172,45 Kilojoule pro Mol. Sie sehen hier, die Reaktionsenthalpie ist positiv, also endotherme Reaktion. Und damit sagt uns jetzt wieder unser Prinzip von Le Chatelier, endotherme Reaktion. Wenn wir viel CO haben wollen, müssen wir die Temperatur erhöhen. Endotherm heißt, Temperaturerhöhung verschiebt das Gleichgewicht in Richtung der Produkte. Das ist insofern auch ganz beruhigend, denn wenn Sie einfach nur Ihre Kohle in den Grill schütten würden und das Gleichgewicht wäre dann schon sehr stark auf Seite der von Kohlenmonoxid, dann müssten Sie nur einmal ungeschickt ausatmen und würden sich dann selbst mit CO vergiften. Das passiert zum Glück nicht bei Umgebungstemperatur. Und ja, deswegen wird das halt bei niedrigen Temperaturen, wird das Gleichgewicht sehr stark auf Seiten der Edukte, also auf Seiten von CO2 und Kohlenstoff liegen. So, und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen, wie wir denn jetzt hier an die Werte rankommen. Also, was brauchen wir dazu? Also, wir hatten hier unser K ist gleich. Na, schreiben wir mal hier. P-System durch P0 hoch minus 1 ist gleich x CO2. Mann, heute kann ich nicht schreiben. Ist gleich x CO Quadrat durch x CO2. So, und was war hier angegeben? Wir wollen hier halt haben mit x CO sind 0,8 oder 80%. Das war hier in der Aufgabenstellung gesagt. Molanteil CO von 80%. Wir haben halt hier ein binäres System. Das heißt, wir können jetzt hier relativ schnell sagen, x CO2 muss dann entsprechend 1 minus 0,8, also 0,2 sein. Und dann können wir jetzt einfach hier das Ganze einsetzen und können damit dann unsere Gleichgewichtskonstante ausrechnen. Wir können aber erstmal auch damit anfangen, dass wir sagen, wir bestimmen uns unser K0, also die Gleichgewichtskonstante bei 298 Kelvin. Das ist einfach E hoch minus Delta RG0 durch R mal T0. Das ist die Gleichgewichtskonstante at 298 Kelvin. So, also wieder einsetzen. Das ist E hoch minus Delta RG. Das waren 120.020 Joule pro Mol. Wieder an das Umrechnen der Einheiten denken. 8,314 Joule pro Mol Kelvin mal die Temperatur 298 Kelvin. So, und wenn Sie das machen, dann kommt da was ganz schön Kleines raus. Also normalerweise würde ich ja immer sagen, Obacht bei verrückt kleinen oder großen Werten. Bei Gleichgewichtskonstanten kann das aber durchaus mal ein sehr verrückter Wert sein. Und ich bin hier auf einen Wert gekommen von 9,155 mal 10 hoch minus 22. Das ist also die Gleichgewichtskonstante für das Boudoir-Gleichgewicht bei 298 Kelvin. Also fast nichts. Sie können also sehr beruhigt sein, dass sich kein Kohlenmonoxid bildet, wenn Sie einfach nur Ihren Grill befüllen. So, was haben wir jetzt noch als zweite Gleichung zur Verfügung? Sie erinnern sich hoffentlich an die Van't Hoff-Gleichung. Das war ja irgendwie eine die Gleichgewichtskonstante K2, also bei einer neuen Temperatur, ist die bekannte Gleichgewichtskonstante. Dann nehmen wir halt hier den Fall K0 bei 298 Kelvin, weil sich das so einfach ausrechnen lässt, mal E hoch minus Delta RH0 in der Hoffnung, dass die Reaktionsenthalpie einigermaßen konstant ist, geteilt durch R und dann 1 durch T2 minus 1 durch T0 und dann zweimal die Klammer zu.
So, und das, was wir jetzt wissen wollen, ist ja gerade diese Temperatur hier. So, und was wissen wir über das K2? Naja, K2 muss ja gerade der Wert von hier oben sein. Das muss ja gerade x CO2 sein. Also 0,8 ins Quadrat durch x CO2 durch 0,2. Und wenn ich das dann ausrechne, dann komme ich hier auf einen Wert von 3,2. Nochmal kurz einen Pfeil dran machen. Also, das haben wir jetzt hier eingesetzt. So, und damit ist die einzig Unbekannte, Delta RH0 haben wir. Damit ist die einzig Unbekannte unsere Temperatur T2, nach der können wir jetzt entsprechend auflösen. Dann versuchen wir das doch mal. Also, was passiert? Wir haben jetzt hier K2 durch K0. Dann müssen wir davon den Logarithmus machen. Ln, dann müssen wir das R durch Delta RH0 müssen wir rüberbringen. Und dann müssen wir hier noch plus 1 durch T0 rechnen. Und das ist gleich 1 durch T. 1 durch T2. Also die gesuchte Temperatur. Gut, setzen wir das Ganze mal ein. 8,314 Joule pro Mol Kelvin. Jetzt habe ich hier noch ein Minus vergessen. Gut, dass Sie das sagen. Also ein Minus 8,314 Joule pro Mol Kelvin durch Delta RH. Das waren 172.450 Joule pro Mol. Mal Ln, K2 waren die 3,2 durch 9,155 mal 10 hoch minus 22 plus 1 durch 298 Kelvin. Und dann bin ich hier auf einen Wert gekommen von 9,644 mal 10 hoch minus 4, 1 durch Kelvin. Jetzt müssen Sie nur noch den Kehrwert bilden. Also T2 sind dann 1036,86 Kelvin oder für die Anschauung besser 663,71 Grad Celsius. Also Sie sehen auch hier, dass Van't Hoff, dass das halt das Leben deutlich beeinflusst, deutlich vereinfacht, beeinflusst auch, aber deutlich vereinfacht. Über die Van't Hoff-Gleichung ist es halt relativ einfach möglich, die Temperatur zu bestimmen, die Sie brauchen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden das Ganze also das Ganze müssten Sie dann ja iterativ lösen, wenn Sie immer erst Delta RG bestimmen und ja, dazu brauchen Sie die Temperatur, die müssen Sie irgendwie raten, dann gucken Sie sich an, passt das Ganze zur Gleichgewichtskonstanten? Wahrscheinlich nicht, dann müssen Sie nochmal neu iterieren und so. Und das ist hier über den Van't Hoff-Ansatz sehr, sehr elegant möglich, dass Sie da Ihre Gleichgewichtstemperatur bestimmen können. Das Ganze habe ich auch nochmal für Sie weiter vorbereitet. Also hier ist einmal in einem Temperaturbereich von 400 bis 1100 Grad. Ist hier einmal dargestellt, wie sich denn die Gleichgewichtskonstante weiterentwickelt. Also Sie sehen, dass wenn wir hier zu niedrigen Temperaturen kommen, dass die Gleichgewichtskonstante dann total im Keller geht. Wir hatten das ja gesehen bei 298 Kelvin, also 25 Grad, haben wir irgendwie einen Wert von 10 hoch minus 22. Das lässt sich hier ja gar nicht mehr darstellen. Und also extrem hoher Temperatureinfluss, den wir hier haben auf das Gleichgewicht. Und ich habe das Ganze hier zu Hause wahrscheinlich mit Excel gemacht. Das heißt, da hatte ich noch ein paar mehr Nachkommastellen zur Verfügung. Deswegen haben wir hier eine leichte Abweichung. Also gerundet ist beides ja irgendwie 764 Grad Celsius. Also das passt dann entsprechend schon.
Ja, und was Sie jetzt hier einfach machen müssen, wenn Sie das Ganze grafisch lösen wollen, ist, Sie müssen dann einfach hier den Wert 3,2 aufsuchen, würden dann entsprechend hier bis zur Gleichgewichtskurve rübergehen, runtergehen und können dann Ihre Temperatur ablesen. Und wahrscheinlich würde man hier auch irgendwie so auf 760 Grad kommen oder sowas. Okay, das war jetzt mal ein Beispiel für das Boudoir-Gleichgewicht. Und das, was Sie sich hier merken sollen, ist, na, einen noch, dass Sie halt, wenn Sie eine Reaktion haben mit unterschiedlichen Phasen und Sie haben halt nur einen Feststoff mit dabei, den Sie als Reinstoff annehmen können, dann taucht der im chemischen Gleichgewicht nicht auf, weil der mit einer Aktivität von 1 hier eingesetzt werden kann. Und Sie müssen dann das Gleichgewicht nur über die Komponenten der Gasphase ermitteln. Was Sie dabei aber ganz dringend noch beachten müssen, ist, dass das Ganze natürlich nur so lange abläuft, solange noch genügend Kohlenstoff da ist. Also wenn Sie zu ganz viel CO2 nur einen Krümel Kohle dazugeben und Sie erhöhen die Temperatur, sodass sich halt hier CO bilden würde, wenn irgendwann die Kohle hier aufgebraucht ist, also Ihr Kohlenstoff aufgebraucht ist, dann können Sie natürlich nicht mehr Kohlenmonoxid bilden, sondern dann gilt die Gleichgewichtsbeziehung nicht mehr und dann hätten Sie halt irgendwann nur noch, ja, dann würde quasi die Zusammensetzung würde eingefroren werden, so wie ja, in dem Zustand, wo die Kohle dann entsprechend verbraucht ist. Wichtiger Punkt, also Reaktionen können nur so lange ablaufen, solange auch noch alle Reaktionspartner da sind, um an der Reaktion teilzunehmen. Gut, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Es geht dann gleich weiter mit dem Steam Reformer, aber dazu mache ich ein neues Video, dass Sie nicht zu lange hier bei einem Video verharren müssen. Vielen Dank fürs Zuhören.